Ich fange jetzt mal an, oder? Okay. Ja, liebe Fans, liebe Zuschauer, wir begrüßen euch heute zu einer weiteren Folge Zwei Profis, vier Daumen. Heute mit Martin und mir. Genau, wir wollen wieder mal das bestmögliche Auswärtsspielergebnis für uns simulieren. Mal wieder mit Handball 21. Ja, wir sind offen für Fragen und ich darf heute unsere Mannschaft vertreten und Martin wurde der THW Kiel zugelost, zu dem wir dann morgen aufbrechen. Genau. Wollen wir anfangen? Ja. Okay. Los. Wir machen aber nochmal, wir müssen nochmal ins Teammanagement rein, weil die Aufstellung bei mir. Schau mal, Martin. Bleibst du drin? Ich glaube, ich spiele mit dir. Ich habe das selber spielen. Gute Idee. So, magst du noch? Nein. Oder bist du? Bist du okay? Ja, das ist gut. Ja. Ganz interessant. Mal schauen. Zwei Zuschauer haben wir schon mal. Das sieht gut aus. Martin, wie geht's dir jetzt in deinem Knie? Gut, besser. Das ist nicht gut. So viele Schmerzen. Auch sehr schön. Na, was ist? Nimm ihn wieder. Ja. Ui. Nein. Ja. Joel Landin. Tschüss. Tschüss. Er will schon den Eckenpass holen da. Ja. Sehr cool. Okay. Guter Spielstart von uns. Steht bei euch schon was drin? Im Chat? Okay. Hey! Was ist denn? Guter Abwehrspieler da? Nein. Torraum betreten. Abwurf, richtig. Gut verteidigt. Ah, ja, Pat, das ist zu viel. Ja! Ja, was ist denn? Nikola. Muss ich spielen wieder. Das geht. Ganz, ganz beschissen. Kreistore sind ganz, ganz schwer. Okay. Wirf einfach mal. Ja, richtig. Monster. Nein. Pitcher hat ihn gefangen. Er hat einfach den Ball gefangen. Stark. Lawson. Lawson with the shot. Ui. Jetzt haben wir eine Frage. Hi Jungs, habt ihr das Spiel gegen die Löwen schon aufgearbeitet? Ich muss dazu was sagen, oder? Ja. Du bist in der Reha-Phase. Ja, natürlich. Also wir haben uns heute zusammengesetzt. Videobesprechungen haben da viel Zeit aufgewandt und sie haben dabei jetzt trotzdem den Hauptfokus auf das kommende Spiel gerichtet, was hier gerade läuft. Ey, du spielst aber nicht schlecht mit dem Kreis, das ist echt gut. Aber das ist unmöglich, oder? Das ist nicht möglich, nein, den Kreis zu werfen. Nein. Das geht nicht. Oh nein. Oh ja. Nein. Spook, wo bist du hin? Martin, sag mal, wie wir Dubnyak in den Griff bekommen. Stehenden Abwehr, also er ist sehr gut 1 gegen 1 und mit dem Kreis und aber ja, also es sind generell, also ich glaube im THW Kiel, da fand ich nur auf Marco Dubnyak reduziert. Nein, das ist genau, also ganz, ganz viele, viele starke Jungs, die alle echt gut aufspielen und alle eine Riesenqualität haben und deswegen ist ja das insgesamt, glaube ich, wie du gesagt hast, mit einer engen Abwehr in den Griff bekommen. Und ja, denke ich, daraus wieder versuchen, unsere Stärke zu formen, zu einfachen Toren über das Tempo zu kommen.
passiert? Spook, bleib stehen! Ey, was macht der da? Wechseln. Starkbau. Ja, muss ich wechseln, Jockey, oder? Jockey, ja. Jockey rein. Teammanagement. Nee, das ist nicht der Torwart. Das Tor. Mal gucken, versuch nochmal so zu werfen. Vielleicht hängt ihn jetzt. Joel. Kreuz. Ah, ah, Torwartwechsel. Aha. Komm. Dann fahrt ihr Richtung, los Richtung Kiel. Morgen Vormittag findet unser Abschlusstraining. Ja, kann man schon sagen, dann Abschlusstraining statt. Nochmal mit einer kleinen Partie Video und dann nochmal eine Halleneinheit und dann werden wir noch hier Mittagessen und dann eigentlich wie gewohnt so einem weit entfernten Auswärtsspiel losfahren. Also morgen ist die Antwort. Nein, das geht nicht. Martin, du bist so konzentriert. Es geht nicht über den Kreis. Du musst immer Fernwürfe machen. Ist schon Gleichzeitspiel, ja. Hast du den Spielzug gesehen? Assist Larsen. Zack. Unterhand. Und rums. Yep. Musst du auch auswechseln, glaube ich. Ja, Martin, du versuchst schon viel über den Kreis. Ja. Nicht mehr allzu lang jetzt. Erste Halbzeit ist gleich vorbei. Zeit spielen. Larsen? Ey, Milo, was macht der da? Er setzte so. Spiel weiter, ja. On air. Los geht's. Ja, was ist? Wo ist die Abwehr? Dann nimmst du dir mal einen Aufschlag, ja? Boah, hey. Wow! Good legs. Who said wild man can't jump? Ja, das ist einfach gut verteidigt. Zu einfach. Was ist jetzt? Nee, oh. Flippy, mach das ruhig. Guter Wurf, Flippy. Beim nächsten Mal. Spieler dran. Jungs, viel Erfolg im Kiel. Wir drücken euch die Daumen. Danke, das ist sehr nett. Oh oh. Ey! Ja, noch im letzten Moment geholfen, ist richtig. Zwei. Monsterblock. Schon was zur Taktik sagen. Da habe ich ja davon ausgehen müssen, dass der Gegner zuhören könnte. Wollen wir nicht zu viel preisgeben, ich habe ja auch schon ein bisschen was gesagt zur Abwehrtaktik. Genau. Bis jetzt sieht es ja noch gar nicht so schlecht aus für uns. Milo! Ach ne, das ist gar nicht Milo, das ist Maciek, oder? Was? Ja! Jetzt nochmal Maciek! Ja! Ja! Noch ein Tor. Ja.
Was macht er? Was ist los? Oh, ein gutes Spiel. Nein. Oh, oh, oh. Aber. Schau mal unten im Kreis. Pass zu Assist. Oh, top, oh, top. Ja. Ja. Einfach mal gewinne. Ich bin richtig schlecht. Komm, komm, komm. Was? Kiel hat Einwurf. Warum? Das Spiel versteht manchmal einfach nicht, wie Handball funktioniert, oder? Martin, gib mal deinen Eindruck bis jetzt wieder von dem Spiel. Sehr realistisch? Ja, wirf! Nein, er wirft nicht mehr. Richtig schlecht, aber... Wir haben noch einen Gast hier. Ein! Nein! Oh. Tempo gegen Stoß. Spezialität. Stark. Martin, zockst du privat manchmal mit deinem Sohn? Gimli Gloinson hat gefragt, zockst du privat manchmal mit deinem Sohn? Ayo. Zockst du? Und das Zocken, ja, das mit PlayStation. Ich PlayStation spielst. Nein, eigentlich nicht so viel. Eher mehr Spielplatz, oder? Ja. Ja. Und Handball spielen. Ah, okay. Ja. Nachwuchshandballer. Oh! Keine Was Nase mehr. Joel hat keine Nase mehr, schau mal. Ui! Nein. Okay, also Fußball spielen mit ihnen und. Sport. Alles Sport. Ja, das hört sich auch besser an als auf der PlayStation. Ja, das ist auch besser, glaube ich. Ja. Komm, wir spielen jetzt auf Zeit. Und hopp. Das ist, glaube ich, mein erster Sieg mit Leipzig. Ja? Gutes Spiel. Okay. Gehen, so, 13-12 ist das Ergebnis aus Kieler Sicht. Oh. Okay. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und schaltet morgen rein. Alles klar. Einfach Share drücken. Willst du ihn haben?